So, das war's auch schon wieder. Da steckt noch so ein Pfeil. Können wir den nehmen oder kann man den, nimmt er den automatisch? Nö. Können wir nicht nehmen, weil er nicht von uns ist wahrscheinlich. Komm, wir gucken mal auf die Karte. So, wir sind jetzt hier. Und zeigt uns auch keinen Auftrag an. Das bedeutet, dass wir das jetzt geschafft haben. So wie es aussieht, oder? Dann machen wir mal den nächsten. Wir machen einfach mal den hier. Die Venger helfen befreien. Töte die Eindringlinge und rette die gefangenen Venger. Bleib unentdeckt, sonst werden die Gefangenen hingerichtet. Okay, das machen wir direkt mal. Wegpunkt haben wir gesetzt. Gehen mal zurück. Und der Wegpunkt ist hier vor uns. Fifi, kommst du? Ja, er kommt mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber es hat sich doch da angehört, wie wenn es gerade genau das gleiche gewesen ist, was wir gerade schon gemacht haben. Die Venger ist eskortiert. Naja, jetzt gehen wir einfach mal hin und schauen uns um. Oh, das sind ja böse Bösis. Oh, das ist, den müssen wir befreien. Ist der noch heilen? Losbinden. Fuck, wir müssen uns irgendwie löschen. Feuer löschen! So, haben wir gelöscht. Und wir haben jetzt einen neuen Dorfbewohner. Oh, fuck. Alter, überall werden wir angegriffen. Sogar von Jaguaren. Dafür haben wir jetzt ein Jaguarfell. Wo ist unser Fifi? Ach, da ist er. Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir mal weiter. Und jeden Venger, den wir hier so befreien, wie gesagt, der wird dann unserem Dorf zugefügt. Also somit wächst dann unser Dorf. Das haben sie echt geil gemacht. Takedown von oben. Haben wir das schon? Hat nicht funktioniert. Fuck, wo ist der andere? Wo ist der andere? Hier. Komm. Ach, fuck, das bringt uns gar nichts, wenn wir die durchsuchen, weil unsere Taschen ja voll sind. Wir müssen unbedingt unsere Taschen jetzt vergrößern. Müssen uns nachher nochmal in Ruhe anschauen, wie das geht. Ob das überhaupt geht. Ansonsten müssen wir uns ein paar Sachen einfach in unser Vorratslager legen. Dann füllen wir uns einfach unser Vorratslager auf. Das geht natürlich auch. So, komm, wir machen mal die Keule, das Feuer aus. Können wir das irgendwie ausmachen? Feuer löschen, so. Es wundert mich gerade, dass wir so oft angegriffen werden. Normalerweise, bei Nacht ist es echt extrem. Und jetzt haben wir ja noch hell. Also Tag haben wir ja noch. Ah, schönes Blümchen. Grünes Blatt. Komm, das nehmen wir mal mit. Zack. So, noch 130 Meter. Schaus Rastort entdeckt. Sehr nice. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Oh, was ist das für eine Blume? Oder Pflanze? Rotblatt. Seltene Pflanzenwurzel, geil. Oh, da ist einer. Komm, jetzt machen wir einen Takedown. Okay, weiter geht's. Zu unserem Punkt hier. Oh, da ist noch mal einer. Da war einer, wollte ich sagen. So, weiter geht's. 80 Meter haben wir noch. So, das sind unsere Venger-Brüder, so wie es aussieht. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Uksai Guam. Erreiche die Gefangenen, okay. Dann müssen wir jetzt wieder in diese Richtung. Also zeigt sie zumindest auf der Karte an. Ich denke mal, irgendwo an diesem Areal sind die. Hier steht einer.
Komm, wir nehmen mal unseren Bogen. Und. Zack. Sehr schön, einen noch, komm. Der hat gesessen. Der war richtig nice. Da sind noch übrigens zwei Avengers. Hier am Feuer, seht ihr die? Und ich glaube, das waren jetzt alle. Schnell befreien, beziehungsweise losbinden. Nummer uno. Due. Geil, jetzt haben wir schon 34 Einwohner in unserem Dorf. Wie gesagt, es werden durch jeden Befreiten wird es ein Einwohner mehr. So, das hätten wir auch erledigt. Gucken wir uns mal ein bisschen um, ob wir noch irgendwas finden. Auch unseren Holzpfeiler haben wir wieder eingesammelt. Sehr schön. Da ist auch noch einer. So, jetzt gucken wir uns mal noch mal kurz auf der Karte um, was wir als nächstes machen können. Boah, ist ganz schön viel. Seht ihr das? Und wir haben schon. Boah, da ist auch noch was. Die Karte ist ja riesig. Wenn man mal ein bisschen rauszoomt. Und wir haben uns erst hier aufgehalten. Also gerade mal so ein Viertel von der Karte oder die Hälfte, vielleicht knapp. So, dann kommen wir gucken mal uns hier nördlich ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Oder hier am besten. Bestie töten. Jage Raubtierrudel, die die Venger bedrohen. Das können wir machen. Oder finde und töte gefährliche Gegner und untersuche ihre Überreste. Was machen wir? Was machen wir? Was haben wir hier eigentlich noch? Das sind die Außenposten, die wir hier überall haben. Und hier haben wir auch noch ein paar Aufträge. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch den Auftrag hier. Setzen uns einen Wegpunkt. Den Venger helfen mit dem Raubtierrudel. Wahrscheinlich müssen wir dann die Raubtiere abballern. Beseitigen, sage ich mal. Halt, das falsche Richtung. Wir müssen darüber. Da, 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 da. 500 Meter. Ganz schönes Stück. So, ich hoffe, unsere Bestie kommt mit. Auf Alt können wir die auch rufen. Normalerweise, aber macht er gerade nicht. So wie es aussieht, trinkt er gerade. Er wurde uns schon nachfolgen, denke ich mal. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung dem Raubtierrudel. Eine Ziege, komm, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Scheiße. Fuck. Voll daneben geschossen, ey. Komm, komm, komm. Ja, jetzt haben wir sie. Oder ist das ein Schwein? Ne, das war eine Ziege, oder? Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Hä? Wo ist sie jetzt hingerannt? Oder liegt die hier irgendwo? Ne, ich glaube, die ist uns entkommen, verdammt. Ach, egal. Nicht so schlimm. War ja nur eine Ziege. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu unserem Wegpunkt und befreien mal unsere Avengers. Oh, da haben wir auch noch welche. Kommt von hier hinten. Oh. Spannend abbrechen. Machen wir direkt mal. Ich kann diese Bestie zähmen. Aber wir haben doch schon eine. Können wir auch zwei zähmen? Komm, wir versuchen das mal. Wie zähmen wir die nochmal? Glaub, was hinwerfen, wa? Ah, fuck, wie wirft der nochmal Fleisch hin? Ach, es ist schon weg. Zu spät. Egal, wir haben ja eigentlich ein Bestie. Und ich glaube nicht, dass wir zwei zähmen können. Scheiße. Fleisch hin. Oh, fuck. Schnell, Keule raus. Wo ist der andere jetzt wieder hin? Ey, die verschwinden immer spurlos. Ah, da hinten rennt er weg. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Deiserhand nehmen. Deiserhand. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall irgendwas. 2 von 100. Noch eine bis zur nächsten Belohnung. Achso, hier sind insgesamt 100 von diesen Händen, die wir einsammeln können in dem ganzen Areal, auf der ganzen Karte. Komm, wir rennen jetzt einfach mal durch. Und langsam wird es, glaube ich, auch dunkel. Und nachts ist es echt gefährlich, ey. Das wird echt heftig. Da kommen echt verdammt viele Raubtiere. Ah, nein, doch. Lieber nicht schlagen. Ich bin nur ganz friedlich. Oh, oh.
Oh oh. Zwei Stück. Komm, die machen wir mit dem Bogen. Oh, das sind ja unsere Leute. Das sind Avengers. Sorry, sorry, Leute. Gerade fast geschossen. So, noch 50 Meter. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die Raubtierrudel sein sollen. Hier unten. Komm, wir sprechen jetzt mal an. Hallo. Geht zum Fluss Wildschweine jagen. Okay, das machen wir direkt mal. Die Frage ist, wo der Fluss ist. Aber wahrscheinlich hier, zeigt es uns ja auf der Karte an. Nur, das ist da, wo wir hergekommen sind, von da oben. Ach, hier vorne zeigt es was an. Hier müssen wir hin. Da müsste dann auch der Fluss sein. 120 Meter. Und dann jagen wir hier mal die Wildschweine. Wir haben ein bisschen arg wenig Pfeile. Wir haben, glaube ich, nur noch 6 Pfeile. Müssen nachher gleich mal ein paar herstellen. Komm, hier ist Holz. Das nehmen wir gleich mal mit. Das ist gut für unsere Pfeilherstellung. Wir stellen mal ein paar Pfeile her. 8 Stück. Achso, wir können eh nicht mehr als 8 Stück tragen, sehe ich gerade. Da müssen wir uns dann später aufwerten. Da müssen wir uns erstmal ein paar Fähigkeitspunkte verdienen und dann gucken wir mal, dass wir eine größere Tasche aufwerten können. Und so weiter. So, wo ist der Fluss? Da vorne ist, glaube ich, was. Nö, aber hier müsste doch irgendwo der Fluss sein. Hier unten. Wo ist dieser Fluss? Oh, da vorne. Ich glaube, da müssen wir hin. Voll viele Ziegen. Ah, das ist gar kein Fluss. Das sah gerade aus wie Wasser. Überleben in der Kälte. Das nördliche Irland ist kalt und menschenfeindlich. Mit deiner aktuellen Kleidung würdest du in Kürze erfrieren. Um zu überleben, solltest du ein Lagerfeuer zum Aufwärmen entfachen und Rohstoffe suchen, mit denen du im Handwerksmenü verbesserte Kleidung herstellen kannst. Ach so, krass. In dem Fall kommen wir da noch gar nicht hin. Das machen wir dann später. Wir erledigen erstmal da unten auf der Karte die Sachen, bevor wir da in das kalte Land ziehen, sage ich mal. Gucken jetzt nochmal auf die Karte. Hier oben ist das kalte Land, da kommen wir erst später hin. So, hier sind, was ich mich frage, wo auch die Missionen sind. Also das sind viele Nebenmissionen auch. Also was gehört zu unserer Story-Mission dazu? Das könnte es sein. Hier zeigt sich nämlich was an. Komm, wir reisen mal unser Dorf schnell und schauen uns da mal kurz um. Um einen kleinen Plan zu kriegen, was wir als nächstes machen sollen. Weil solche Nebenmissionen gibt es ja echt ganz, ganz viele. Jetzt gucken wir mal, dass wir in der Story wieder ein bisschen weiterspielen. Hier Belohnungslager. Hier können wir doch auch Sachen ablegen, oder nicht? Nö, hier können wir nur was nehmen. Okay, verstehe. Wäre auch gut gewesen, wenn wir was ablegen hätten können, wenn unsere Tasche so voll ist. Komm, wir reden jetzt mal mit einem Einwohner von uns. Von unserem Dorf. Smigal! Smigal! Das ist der Mann. Das ist der Typ, der uns angepisst hat. Komm, wir helfen ihm mal bauen. Wir verbessern das mal. Yo! Haben unser Dorf wieder ein bisschen verschönert.